Hallo meine Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute gedacht, dass wir anfangen, meine Fotos zu verarbeiten, die ich jetzt hier in der Box habe. Aber der Plan hat sich geändert. Denn ich habe euch ja den Haul gezeigt, wo ich Tim Holz da die Schneidemaschine hatte, wo die Ränder so etwas crunchy werden, ja? Und was soll ich euch sagen, ich muss damit weitermachen. Das heißt, wir machen die Signatur heute weiter in diesem Video. Und deswegen musst du unbedingt dranbleiben, damit du siehst, wie ich jetzt die Signatur fertigstelle. Genau. In diesem Sinne, bleibt dran. Nach meinem Intro fange ich dann auch mit der Signatur schon an. So, meine Lieben, ich wollte ja mit euch jetzt das Journal weitermachen. Und zwar hatte ich jetzt vor, euch das mal zu zeigen mit den gekrunchten Crunchy-Rand, wo ich ja momentan voll drauf abfahre. Es ist einfach so. Ich habe die anderen zwei Signaturen, habe ich natürlich schon fertig gemacht. Halt, ich habe vergessen, die Uhr zu stellen. Ach, wie immer. So, jetzt ganz losgehen. Ja, was wollte ich jetzt? Bin ich auch raus aus dem Satz. Achso, die zwei Signaturen habe ich schon fertig gemacht mit dem Crunchy Rand. Genau, und da wollte ich euch das jetzt an dem hier zeigen, was ich noch nicht fertig habe, was ich ja mit euch live zusammen mache. Und es gibt da zwei Varianten. Die erste billigere Variante wäre, sich so ein Riffelding zu holen. Oh, fragt mich jetzt nicht, wie das heißt. Keine Ahnung. Das hatte ich am Anfang benutzt. Damit habe ich auch die zwei Signaturen hier schon fertig gemacht. Und es funktioniert genauso gut, nur dass das ein billigeres Objekt ist, was man sich wirklich auch zwischendurch mal leisten kann. Und aber, ja. Wenn ihr etwas mehr Geld ausgeben möchtet und es schneller haben wollt, weil ihr öfters mal sowas macht und ihr wisst, dass ihr öfters sowas macht, dann würde ich euch doch ans Herz legen, hier von Tim Holz das Schneideding zu machen. Das macht genauso einen geriffelten Rand. Das wollte ich euch heute nochmal zeigen. Und es geht sogar schneller, als wenn man das mit dem Ding hier macht. Genau. Und ich bin so fasziniert von dem Tim Holz Schneidegerät. Oh, es ist ein Träumchen, das kann ich euch schon mal sagen. Jetzt habe ich vor, erstmal die anderen zwei Signaturen hier mit euch zu machen. Also die anderen zwei Blätter, die schneide ich jetzt mit euch zusammen. Aber das Schneidegerät, Hebelgerät, ihr seht, das ist so geriffelt hier. Das ist so laut. Ich werde es jetzt, ich werde da jetzt einen Ton für euch ausmachen. Genau, weil es ist wirklich etwas laut für die Kamera. Ich versuche jetzt hier auch das doppellagig drunter zu kriegen. Das macht er auch mit, Gott sei Dank. Aber dicker darf das Papier nicht sein. Okay, wie gesagt, ich mache jetzt schnell einen Ton aus. Mache die Frequenz jetzt, die ich jetzt hier mache mit dem Schneiden, eine Stufe schneller für euch und dann geht's wieder normal weiter. So, ihr Lieben, ihr habt gesehen, ich habe das mit den Dingen gemacht und ich habe so hier auf den Rand. Jetzt stecke ich das wieder zusammen, so wie ich es möchte. Genau, das wollte ich jetzt hier mit rein und das dann hier. So,
Und wir schauen mal. Und ihr seht, die Schneidemaschine ist genauso. Die macht genauso einen Crunchy-Rand, als wenn ich das mit dem Tool hier mache. Mit dem Tool ist es ein bisschen feiner. Und das hier ist ein bisschen grober, habe ich das Empfinden. Aber es ist genauso schön und es gefällt mir genauso gut. Ja, jetzt hätten wir das schon mal mit der Schneidemaschine. Und nun würde ich sagen, da ich ja hier, jetzt muss ich das mal kurz wegräumen hier, bevor ich das runterschmeiße. So, bevor ich hier weitermache, wollte ich euch das noch zeigen, denn ich habe hier schon in den anderen Signaturen schon noch was mit reingelegt. Wie ihr seht, noch ein paar lose Blätter, die ich gefunden habe, rumliegen habe, weil ich habe so ein kleines Ich habe hier so mein kleines Sammelheftchen Dingens gemacht. Habe ich mir extra gebastelt. Da kann ich hier aufklappen. Und dann habe ich hier mein Sammelsurium, wo ich alles drin habe, was ich noch mit verbasteln kann. Jetzt war das bestimmt ein bisschen laut, aber naja. Genau. Und somit hat sich die Signatur, ist die Signatur auch entstanden. Da habe ich so einen Briefumschlag reingemacht mit dann so noch ein bisschen Designerpapier. Ja, na, was ich halt so gefunden habe. Das zeige ich euch nachher in Flipsruhe alles, wie ich das denn so gedacht habe. Ich zeige euch jetzt, wie ich die Signatur zusammengestellt habe. Und ich denke mal, dann machen wir mit der anderen Signatur gleich weiter. Denn dann nehme ich euch, wie gesagt, komplett mit. Und ja, ich wollte euch das jetzt bloß mal zeigen, wie ich mir das so gedacht habe. Die andere Signatur sieht natürlich wieder anders aus als die. Sieht natürlich wieder anders aus als die hier. Definitiv. Ich möchte ja auch ein bisschen Vielfalt mit drin haben. Und ja, das hier finde ich so schön. Oh, herrlich. Das Briefpapier. Vor allen Dingen, das riecht immer noch, obwohl ich das schon so lange habe, aber es riecht immer noch ein bisschen so rosig. Ja, ja, wie gesagt, ich habe hier so ein bisschen was reingemacht, was ich noch so rumliegen habe, weil es muss ja auch mit verbraucht werden. Und das machen wir jetzt mit der Signatur genauso. So, jetzt möchte ich die erstmal zusammen machen, damit ich weiß, dass sie zusammengehören. Zack. So, und hier schauen wir jetzt einfach mal, was ich in mein schönes Heftchen, ist das ja eine Tasche? Eigentlich ist das so eine Klatsch, ja. Ja, hier so finde. Einmal finde ich das. Das können wir mit reinnehmen. Alte Briefumschläge habe ich, die zu mir gekommen sind. Die können wir mit reinnehmen. Ja, so ein kleines Ding muss auch verbaut werden. Das ist alles sowas. Ich gucke jetzt aber auch, dass sich das denn farbmäßig hier mit anpasst. Ne? Ich suche jetzt bloß mal so grob raus, was ich damit reinpacken kann. Ja, nee, das nicht. Das passt auch nicht. Ja, das können wir zur Dekoration mitnehmen. Okay. Weil zur Dekoration gucke ich nämlich dann hier auch mit rein. Okay, in der Tasche habe ich jetzt nichts weiter. Muss mal kurz Nase putzen. Kleinen Moment. So, nach dem Naseputzen ist mir noch eingefallen, ich habe noch Naturpapier. Das werden wir mit benutzen, werden wir mit
reinlegen und dann schauen wir mal. Genau. So, wo ich das jetzt dazwischen packe, mal sehen. Hier habe ich jetzt gedacht, würde sich das gut machen. Ja, dann haben wir aber das, die gleiche Farbe wie hier. Wollte ich nicht. Da werden wir jetzt das Papier hier zuschneiden. Ihr seht, das ist das Einschlagpapier von Funkelkram, wo sie immer ihre Papiere abschickt, also ihre Ware. Das hebe ich mir auf. Das schneide ich mir jetzt zurecht. Und dann kommt das hier einfach mit ins Journal rein. Genau. So. Jetzt bin ich nur am Überlegen, ob ich das als ganze Seite mache oder ob ich sage, den Knick, den nehme ich gleich mit und schneide es mir halt ein bisschen kleiner. Ja, das ist jetzt die Frage, ja. Wenn ich jetzt den Knick mitnehme, setze ich mal das hier drauf, klappe mir das mal zusammen, so, da ich weiß, in welche Größe ich bleiben muss. Und schneide mir das jetzt hier einfach mal so quasi grob zurecht, würde ich mal sagen, ne? Ja. Und den Rest kann man natürlich wieder mit verwenden, ist ja logisch. So, zack. Das kann ja wieder mein Täschchen rein. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich zwar hier von den Rand nicht so geriffelt. Mich stört es jetzt nicht. Aber ich werde es noch ein bisschen kleiner schneiden. Ein Stück. Wenn ihr es aber einheitlich haben möchtet. Ich gucke jetzt aber auch nicht, da ich gerade schneide. Ja. Also das ist mir jetzt hier wurscht. Wenn ihr wollt, dass es einheitlich wird mit dem Crunchy Rand. Noch ein bisschen groß, wa? Noch ein bisschen zu groß? Nö, genau richtig. Oder da? Da ist Sticky. Noch ein Stück abschneiden. Okay. Dann schneiden wir das noch ein Stückchen ab. Kein Problem, ab geht dran. Ist ein bisschen schwieriger. So, aber nö. Ja, jetzt auch. So, wie gesagt, wenn ihr genauso einen crunchy Rand haben wollt hier, dann könnt ihr das auch mit dem Tool hier machen, mit den kleinen. Dann geht ihr einfach, ich zeige es euch mal, ich klappe mir das jetzt hier zusammen, so dass ich das doppelt habe, dann geht das besser. Dann geht ihr hier einfach mit dem Tool hier am Rand lang und ihr hört schon so ein Kratzen. Genau. Das ist der Effekt, dass so crunchy Rand entsteht. Aber ich brauche das jetzt hier nicht. Ich wollte euch das jetzt nur zeigen, dass das so crunchy Rand wird. Oder wenn ihr das Tool nicht habt, wenn was mir gerade einfällt, hat ja nun nicht jeder. Dann könnt ihr auch eine ganz normale Schere nehmen und könnt hier an der Seite dran lang gehen. Das hat den gleichen Effekt. Genau, dann habt ihr auch so einen Rand, bloß dass er nicht ganz so fein ist wie hier, ne? Ja, das wäre dann noch eine Option. So, das stört mich jetzt hier aber. So, ne? So, das packen wir jetzt hier rein. Und im nächsten Video, da fangen wir nämlich dann schon das Cover an. Die Signaturen legen wir dann erstmal beiseite, aber dann kommt das Cover. Genau, das wäre nämlich dann das nächste Video.
Und so bestücke ich nämlich jetzt die Signatur weiter, wie es mir gerade gefällt. Ja, wie ich mir das gerade so vorstelle. Wartet mal, so. So. Habe ich das auf dem Kopf? So, tatsächlich. Ja, da muss ich immer mit drauf achten, dass ich hier nichts auf Kopf habe. Aber noch habe ich das nicht zusammengenäht. Noch habe ich eine Chance, das dann immer zu verändern. So, auf der Seite wollte ich jetzt... Oder mache ich das so rum? Bleibt sicher, ob es viel Sprung, ja? Okay. Dann machen wir das so. Dann stecke ich mir das nämlich einfach hier nur so dazwischen und entscheide, wohin das kommt. Ich wollte das, weil ich das jetzt mittig machen würde, würde ich das nur mit einem Faden festhalten, mit einem Loch festhalten. Weil ich mache das mit drei Loch. Nee, würde gehen. Gut, dann lasse ich das in der Mitte. Ich habe jetzt überlegt, wie ich das zusammennähe. Deswegen, da muss man dann immer variieren, wohin man das denn setzt, um damit das auch gut festhält. Genau. So. Und wenn was zu lang ist, dann kein Problem, denn machen wir da eine Handtasche draus, knicken das oder etc. Das kommt dann aber alles später. Genau. Jetzt wollte ich hier einen ganz normalen Briefumschlag drauf machen. Dran machen, drauf machen, wie auch immer. Guck ich mal. Dann ist da die Display hinten. Das wollte ich nicht. Ich wollte das diesmal vorne haben. Bei den anderen ist es jeweils hinten die Tasche, das Fenster. Das mache ich jetzt aber vorne. So. Und das kommt jetzt nach oben. Nee, das lassen wir unten. So, das kann hier ruhig fest bleiben, also unten bleiben. Dann kommt hier die schöne Mitte. Oh, die finde ich so putzig, ja. Genau. Und dann sind wir ja auch schon wieder durch. Aber ich habe gedacht, ich nehme noch das Naturpapier. Ja. Das Naturpapier machen wir jetzt noch dazwischen. Mit der gleichen Variante, die ich eben gemacht habe, einfach nur hier reinlegen. Reinlegen, sag ich schon, drauflegen. Dadurch, dass das Naturpapier ist, ihr seht, da fehlt immer oben eine Ecke oder so, aber das ist gar nicht schlimm. Damit können wir trotzdem arbeiten. Mache ich bloß ein Stücke. Oder ganz? Das ist immer die gute Frage, ne? So. Wir wollen es jetzt ganz umgehen, aber das machen wir auch. Ich mag es heute, wenn es ganz rumgeht. Und von daher. So. Und da fällt mir gerade ein, ich wollte eigentlich noch ein anderes Papier mit benutzen. Das lege ich mir auch noch mit rein, aber das lege ich genau hier rein, wo ich jetzt das hier mache. Weil da habe ich nachher was vor. Später. Zack. Alles hier auf der Seite, hier sieht es aus. Ich habe genau den Kamerabereich hier nur für euch frei. Aber rechts und links, da türmt sich alles drumherum. Ach, der Tisch könnte mal wieder eine Reinigung gebrauchen. Aber ich glaube, ich tue die Reinigung immer durchführen. Es liegt dann immer irgendwas da. So, genau. Jetzt hätte ich nämlich das Naturpapier mit drin.
Aber das tue ich noch kombinieren, so Kombi. Denn ich habe hier so Schreibpapier. Da machen wir jetzt einfach noch eins mit rein. Hole ich mir hier eins raus. So. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Das stört mich jetzt herzlich wenig. Wenn wir das nachher bearbeiten, dann werde ich sehen, ob ich es denn nur abmache oder dran lasse. Ich will jetzt erstmal nur rein das Papier mit reinlegen. Nein, komm schon. Oh. Eigentlich heißt es ja Junk Journal, ist egal wie schräg oder so. Aber ich mag mein Journal, damit ich hier mal knicken wollen. So. Sehr schön. Ach, machen wir das, den Rand nach unten. Das wollte ich jetzt so haben. Ihr könnt natürlich das Papier hier noch in Tee oder Kaffee einlegen. Ich habe dafür auch schon Papier fertig gemacht. Fällt mir gerade ein, was ich im Kaffee eingelegt habe. Ich werde es euch mal zeigen. Das ist jetzt unbearbeitet, aber das kann auch so unbearbeitet drin bleiben. Habe ich das jetzt richtig reingelegt? Nein, hat es auf Kopf reingelegt. So. Jetzt haben wir es. Und jetzt hat sich das schon gefüllt, der ist schon dicker geworden. Es ist jetzt wesentlich dicker geworden. Jetzt schneide ich mir das hier ab, was hier drüber steht. Das soll nämlich nicht drüber stehen. Zack. So. Jetzt gucken wir nochmal schnell. Kommt das Papier? Nein, genau. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Und so ist das nämlich gedacht. Dann kommt das Papier und das werde ich nämlich dann hier oben drauf kleben. So ein bisschen. So, dass man hier ein bisschen was zum Anfassen hat, zum Streicheln. Braucht man ja auch, ne? Eigentlich wollte ich noch Knisterpapier hier reinbringen, aber dadurch, dass das Knisterpapier nicht drinnen liegt, kommt das im nächsten Teil. Im nächsten Teil wird es knistern. Genau, so ist das gedacht. Ja. Definitiv. So ist das passig. Na. So gefällt mir das. Sehr schick. So. Ihr seht, Signaturen zusammengestellt ist, ja, da kann man sich auch eine ganze Weile mit beschäftigen. Aber jetzt wollte ich euch das andere Papier noch zeigen, was ich gemacht habe. So. Dann weiß ich, dass das zusammengehört. Momento. Ich habe nämlich immer welche noch ein bisschen einen Schluck Kaffee über habe. Habe ich nämlich jetzt hier was. Oh, mein Stapel, der füllt sich immer mehr. Habe ich. Schwul aus dem Text raus. Habe ich mir normales Druckerpapier genommen. Habe ich ja hier zu Hause. 200 Gramm Druckerpapier. Habe mir das in einer. Na, sagte schon. Ofen, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Blech. Kuchenblech. Mensch. Ich habe so ein kleines Kuchenblech. Da habe ich einen Rest Kaffee reingeschüttet. Habe aber zuvor das Papier reingelegt hier. Habe das in einer halben Stunde einweichen lassen. Habe es sachte rausgenommen, weil das Papier ja dann ganz, ganz dünn ist, ganz zart. Und ja, da muss man aufpassen, dass das Papier dann nicht reißt. Und dann habe ich das einfach mal trocknen lassen. Ich habe dann
In der Zeit hatte ich ja auch einen Wäscheständer noch stehen, habe ich das einfach abtropfen lassen ein bisschen und dann habe ich das auf meinen Wäscheständer getan zum Trocknen oder halt im Ofen. Das ist jetzt die Ofenvariante hier, das habe ich auf meinen Rost gemacht, habe das, den Ofen nur auf 50 Grad vorgeheizt, habe ihn ausgemacht, habe die Blätter reingelegt und habe sie im Ofen trocknen lassen und dabei ist das denn entstanden hier mit den Rüffeln, ja. Finde ich total schicki. So, das ist jetzt die Variante, die ich auf dem Wäschetrockner trocknen lassen habe. Hier sind keine Rüffel. Das Papier hatte ich aber vorbehandelt gehabt. Also das war jetzt so Überschusspapier, wo ich immer mal meine Pinsel ausgestrichen habe, damit die mal... Oh, heute habe ich Wortfindungsstörung. Meine Fresse. Wo... ausgestrichen habe einfach. Ganz einfach. Ne? Und darunter war jetzt die andere Farbe, die Oxide-Farbe. Und das ist, sieht eigentlich bombastisch aus. Sie fällt mir richtig gut, die Farbe. Ja. Na, das ist hier mit dem Wäscheständer entstanden. Hier seht ihr ein bisschen eingerissen, wo ich das hochgenommen habe, aber nicht schlimm. Hier zuvor hatte ich auch noch Oxide-Farbe mit und dann kommt so ein Muster raus. Ich habe das einfach drauf gekippt, da gesagt, wir gucken mal, ne, wie sich das entwickelt. Und ich finde das total schick, das Papier. Ja, damit lässt sich was machen. Und das ist hier nur Kaffee, reines Druckerpapier, nur mit Kaffee. Und ihr seht, es ist nicht überall hingekommen. Das finde ich auch sehr interessant, so reingescheckt. Ja, das war die Zwischenlage. Ich finde es total schicki. Ne? So kann man sich sein Papier auch zusammenstellen. Oder wenn das Papier wie hier denn dazwischen machen, wenn man das möchte. Ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, wie ich euch gezeigt habe, wie man einen crunchy Rand bekommt. Darum ging es mir in diesem Video und das konnte ich euch jetzt auch, denke mal, gut zeigen. Und wir haben die Signatur noch weiter mit bestückt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal noch weiter abonniert, ein Däumchen nach oben da lasst. Genau. Wie auch immer, ihr wisst, wie das funktioniert. Deswegen, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaut, wenn wir weitermachen mit dem Journal oder Art Journal. Denn beim nächsten Mal fangen wir das Cover an und da kann ich euch sagen, das Cover wird knistern. Oh ja, es wird ein Knister-Cover und da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!